Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Stadträte und Stadträte, gestatten Sie mir an dieser Stelle kurz auf die Gesamtsituation der Verwaltung einzugehen. Ich halte dies aus aktuellem Anlass für notwendig. Die Geschäftsbereiche und Ämter sehen sich im Augenblick mit mehreren großen und kritischen Herausforderungen konfrontiert. Die Fallzahlen der Corona-Pandemie erreichen fast täglich neue Höchststände. Obwohl die Schutzmaßnahmen seitens Bund und Länder für die Bürgerinnen und Bürger Stück für Stück abgeschafft werden, besteht die Belastung für die Verwaltung weiterhin im vollen Umfang. Alle Appelle an den Freistaat, ob vom SSG, von Frau Dr. Kaufmann, von mir, wo wir nochmal Schreiben geschickt haben, die Prozesse im öffentlichen Gesundheitsdienst deutlich zu vereinfachen, sind bisher ungehört geblieben. Stattdessen kommen sowohl mit einrichtungsbezogener Impfpflicht als auch der Ukraine-Hilfe neue komplizierte und personalintensive Verfahren hinzu. In der Konsequenz bedeutet dies, dass der Personalbedarf im Augenblick nicht sinkt, sondern extrem steigt. Gleichzeitig erreicht aber auch der Krankenstand logischerweise neue Höchststände. Nur am Rande sei erwähnt, dass die Vorbereitung des nächsten Doppelhaushaltes, der OB-Wahl und die Zunahme im Versammlungsgeschehen auch Kapazitäten binden. Meine Damen und Herren, die Verwaltung kann durchaus stolz darauf sein, dass wir in den vergangenen 2 Jahren sehr solidarisch diese Situation gemeistert haben. 530 Beschäftigte wurden bisher für die Arbeit in der Pandemiebekämpfung zusätzlich geschult. 194 unterstützen aktuell das Gesundheitsamt. Landesbedienstete und Bundeswehr wurden hingegen wieder abgezogen. In der Konsequenz haben wir die Leistungsfähigkeit unserer Bürgerämter, aber auch unserer Beratungsstellen schon erheblich einschränken müssen. Zeitweise war der gesamte gemeindliche Vollzugsdienst durch die Corona-Kontrollen gebunden. Und ich betone es noch einmal, all dies in großer Solidarität zwischen den Geschäftsbereichen und ohne populistische Debatten in der Öffentlichkeit. Und genau deshalb finde ich die stattfindende Diskussion und den Eilantrag zu den Stadtteilbibliotheken auch sehr irritierend. Niemand, wirklich niemand, stellt die Bedeutung von Bibliotheken und deren Arbeit in Abrede. Ganz im Gegenteil. Wo sonst in Deutschland gibt es eine solche Zentralbibliothek und ein solches Netz an Stadtteilangeboten? Aber im Sinne einer Prioritätensetzung hat der für Personal zuständige Kollege Dr. Lames vorgeschlagen, für kommende Corona-Wellen 150 Beschäftigte aus dem Geschäftsbereich Kultur zu schulen. Und Frau Klepsch und ich und der gesamte Verwaltungsvorstand haben diesen Vorschlag mitgetragen. Durch die Ukraine-Hilfe mussten wir kurzfristig 20 Kolleginnen aus dem Geschäftsbereich 4 in das Gesundheitsamt entsenden, damit Beschäftigte aus dem Hochbauamt und dem Sozialamt Wohnungen anmieten und Sozialleistungen auszahlen können. Ich habe persönlich mit Frau Kunis-Michel gestern über ihre Entscheidung, die 4 Stadtteilbibliotheken zu schließen, gesprochen. Und auch ich teile die Meinung, dass dies sicherlich ein sehr schwieriger Schritt ist, gerade nach den vielen Einschränkungen für Kinder und Jugendliche. Ich warne aber auch davor, mit einer Debatte hier seitens des Stadtrates einen Keil in die Verwaltung hineinzutreiben. Wir haben sowohl die Pandemie als auch die Ukraine-Situation zu meistern und jeder Geschäftsbereich trägt dazu bei. Einen Beitrag solitär herauszunehmen und zu privilegieren, mag in Wahlkampfzeiten gut ankommen, dient aber nicht der Sache. Denn auch die anderen Ämter haben nicht unbegrenzt Kapazitäten. Und auch von diesen Bereichen erwartet der Bürger, dass die Arbeit dennoch getan wird. Und ein Blick auf die heutige Tagesordnung verrät ja, dass auch der Stadtrat Themen mit oberster Priorität behandelt wissen will, die weder mit Corona noch mit der Ukraine zu tun haben. Ob es Augustusbrücke, Königsbrücker Straße, Fußgänger auf dem Elbradweg, Stromsperren, Straßenkunst und so weiter.
Wir werden als Stadtspitze weiter darauf drängen, dass die Gesundheitsämter entlastet werden, damit die Beschäftigten schnellstmöglich in ihre Ämter zurückkehren können. Es wäre gut, wenn der Stadtrat die Verwaltung vor allem dabei unterstützt. Und was ich vielleicht an dieser Stelle noch dazufügen will, besonders meinen tiefsten Respekt den Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt selbst, denn die arbeiten seit 2 Jahren wirklich weit über die Leistungsgrenzen hinweg. Und an die sollten wir als allererstes denken, wenn es um die entsprechende Unterstützung geht. Meine Damen und Herren, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, seit nunmehr einem Monat tobt in der Ukraine ein unerbittlicher Krieg. Und jeden Tag erreichen uns schreckliche Bilder. Das Leid, das die russische Invasion über die Menschen in der Ukraine gebracht hat, erscheint unermesslich. Mit der Ankunft der ersten Geflüchteten in unserer Stadt haben wir als Verwaltungsspitze einen Leitsatz über alle unsere Maßnahmen gestellt. Niemand, der in Dresden ankommt, wird allein gelassen. Niemand wird auf der Straße bleiben. Dass uns dies gelungen ist, ist nicht das Verdienst Einzelner. Es ist der Verdienst der gesamten Stadtgesellschaft. Mit großem Engagement, mit viel Empathie und Solidarität haben sich Initiativen, Hilfsorganisationen, Privatpersonen und auch die Kolleginnen und Kollegen der Aufgabe gestellt und werden dies auch weiterhin tun. Gestatten Sie mir, Ihnen einen kurzen Überblick über das zu geben, was seit der vergangenen Stadtratssitzung bewegt wurde. Mit dem Stand heute haben wir rund 3.700 Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder, in der Stadt untergebracht. Und das bei uns. Da sind die Zahlen, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes hier in Dresden sind, nicht mitgerechnet. Die tatsächliche Zahl dürfte also weit höher liegen. Von den geflüchteten Menschen sind die Hälfte in privaten Unterkünften untergebracht. 800 Menschen werden in Turnhallen und der Messe versorgt, weitere 800 in Hotels. Dresden ist dabei nach wie vor Ankunftsort, aber auch Drehscheibe für die Vertriebenen, die sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen wollen. Beiden Aufgaben stellen wir uns. Die schnelle Einberufung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse war dabei der richtige Schritt. Genauso wie die Einrichtung des Ankunftszentrums hier in der Messe. Unter der engagierten Leitung vom Kollegen Bürgermeister, ersten Bürgermeister Detlef Sittel und seiner Mannschaft aus allen Bereichen der Stadtverwaltung wird diese Ausnahmesituation ruhig und besonnen koordiniert. Leider erfordert es die Situation, dass wir mittlerweile 11 Schulturnhallen für die Unterbringung und 2 Hallen für die Versorgung belegen mussten. Uns ist völlig bewusst, dass dies für die Schulen und für die Sportvereine einen herben Verlust und eine enorme Belastung darstellt. Und mir ist es auch bewusst geworden, wir haben alle Vereine gemeinschaftlich mit dem Stadtsportbund angeschrieben, wie viele Betroffene das sind. Das sind ungefähr 100 Schreiben, die ich da unterzeichnet habe, um die Dimension Ihnen auch mal klar zu machen. Und ich bin da außerordentlich stolz und auch sehr, sehr dankbar für das große Verständnis der betroffenen Sportler und die Unterstützung aus den Schulen. Überall organisieren Schülerinnen und Schüler Spendenaktionen, organisieren Spielenachmittage, backen Kuchen und vieles mehr. Unser erklärtes Ziel ist es, dass wir die Zahl der belegten Hallen so gering wie möglich halten und so schnell als möglich die Hallen auch wieder leer ziehen. Damit uns dies gelingt, arbeiten die Bereiche von Herrn Bürgermeister Kühn und Frau Dr. Kaufmann mit Hochdruck an den Lösungen, die Menschen in Wohnungen oder auch in Dauerunterbringung in den Hotels zu versorgen. Angesichts der Lage am Immobilienmarkt keine ganz leichte Aufgabe. Dennoch wurden bisher quasi über Nacht 250 Wohnungen
eingemietet. Genau aus diesem Grund ist es auch ein sehr gutes Signal, dass sich für unsere heutige Vorlage zur Finanzierung der Ukraine-Hilfe eine breite Mehrheit abzeichnet. Meine Damen und Herren, die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten stellt uns vor viele schwierige und kleinteilige Aufgaben. Die medizinische und psychosoziale Betreuung gehört genauso dazu wie die zahlreichen Haustiere. Das Jugendamt kümmert sich um die inzwischen 8 unbegleiteten Minderjährigen. Für die Registrierung und Auszahlung von Leistungen haben das Bürgeramt und Sozialamt eine leistungsfähige Infrastruktur aufgebaut. Dennoch sorgt die schiere Zahl an Geflüchteten für Wartezeiten. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den Ämtern für die Ukraine-Hilfe zusätzlich benötigt und in diese Bereiche abgeordnet. 12 Stellen in die Migrationssozialarbeit haben wir kurzfristig eingerichtet. Aber keine Behörde in diesem Land wäre in der Lage, die aktuelle Herausforderung zu meistern, gäbe es nicht die Hilfsorganisation und das Ehrenamt. Und auch wenn es einige Zeit in Anspruch nimmt, ist es mir wichtig, einige dieser Partner hier namentlich zu erwähnen, damit der Stadtrat öffentlich und unmissverständlich seine Wertschätzung zum Ausdruck bringen kann. Zuerst will ich das ukrainische Koordinationszentrum benennen, welches wir in den Räumen der Stadt untergebracht haben. Was die ukrainischen Mitbürger aus Dresden für ihre Landsleute leisten, lässt sich kaum in Worte fassen. Und wenn ich auch gerade mit der vielleicht dem bekanntesten Gesicht, Frau Bock, immer wieder spreche, sage ich, Mensch, wie schaffen Sie das, wie machen Sie das, mit welcher Energie Sie dabei sind. Und wenn dann als ehrliche Antwort kommt, ich schlafe die Nächte höchstens 3-4 Stunden, können Sie ungefähr erahnen, welche Kraft, welche Leistung die Damen und Herren hier aufbringen. Also mein ganz, ganz großes Kompliment dafür. Ohne die Bahnhofsmission der Diakonie und die freiwilligen Helfer wäre es nicht möglich, die Ankunftssituation an mittlerweile 2 Dresdner Bahnhöfen zu beherrschen. Sie sind seit dem ersten Tag und vor allem der ersten Nacht im Einsatz. In der Notunterbringung unterstützen uns die Hoteliers dieser Stadt und die Hilfsorganisationen gehen an ihre Kapazitätsgrenzen und darüber hinaus. Die Johanniter Unfallhilfe, die Malteser, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Lebenswert- und Wohnraum GmbH, die AWO und das Rote Kreuz. Die Zivilgesellschaft ist unglaublich aktiv, von Sachspenden über Dolmetscher bis hin zur Tierbetreuung. Und auch wenn diese Liste nicht vollständig ist, sei mir doch gestattet, einige zu benennen. Die ukrainische Personalpfarrei St. Michael, die jüdische Gemeinde, die Direkthilfe Dresden, Arche Nova, die Facebook-Gruppe Dresden hilft Flüchtlingen aus der Ukraine, Europa Direkt e.V., das Fanprojekt Dresden, House of Resources, Caleb Dresden e.V., Platz da, Refugee Law Klinik Dresden, die Technische Universität Dresden und viele, viele mehr. Hinzu kommen Unternehmen wie Linde Engineering, die Dresdner Verkehrsbetriebe, die Taxigenossenschaft und auch da viele, viele mehr. Und nicht zuletzt die 1000 Dresdnerinnen und Dresdner, die offen und ohne abzuwarten Geflüchtete aus der Ukraine in ihre Wohnungen aufgenommen haben. Allen, die ich hier genannt habe und allen, die ich nicht nennen konnte, sage ich voller Respekt und im Namen der Stadt Dresden und des Stadtrates vielen, vielen Dank.